Wir sind hier im Büro für überflüssige Worte im Kunstverein Frankfurt im Rahmen des Open Book Festival. Und im Gegensatz zu vielen anderen Autoren versuche ich nicht mehr Wörter zu produzieren, sondern anderen Menschen ihre Wörter zu entziehen, nämlich die, die sie für überflüssig halten. Ja, alles, was Menschen für überflüssig halten, das kann ja sehr unterschiedlich sein, ob das jetzt Füllwörter sind, Wörter, die man persönlich nicht mag, veraltete Wörter oder gerade die ganz modischen Wörter, über die sich ja auch viele Menschen gerne aufregen. All das kann hier eingesammelt werden. Es ist aber ein Tauschprojekt. Es geht darum, dass man das niederschreibt auf eine Karte, signiert mit dem eigenen Namen, abstempelt. Also ein wirklich bedeutsamer Prozess. Also man soll damit aussagen, dass man dieses Wort nicht mehr selbst verwenden möchte. Und dann kriegt man von mir ein Wort in einer erfundenen Sprache zurück, das als Ersatz dienen könnte. Ich versuche es mal, ich muss es noch ablesen jetzt am Anfang. Körlüptalöl. Ja, Körlüptalöl. Ich finde das völlig Körlüptalöl, so ein Wort zu verwenden. Also da wird man eben auf solche Wortlücken aufmerksam, die man so alltäglich in Wirklichkeit produziert. Also ich habe das Wort Humankapital genannt, deswegen, weil Kapital, das Besitz sind materielle Werte und Menschen werden damit auch zu einem Besitz gemacht, zu materiellen Werten. Eigentlich hatte ich ja vor, lag mir eins auf der Zunge, dass ich gerne abgeben wollte, das war das Wort eigentlich. Aber das hängte hier ja schon 5 oder 6 Mal. Demzufolge musste ich mir dann was anderes überlegen und dann fiel mir erstmal das Wort immer ein. Weil immer gibt es eigentlich nicht, aber immer wird ja immer benutzt. Und demzufolge finde ich, könnte man eigentlich abschaffen, sehe ich eigentlich als überflüssig an, weil es gibt ja eigentlich nur manchmal oder häufig, aber eigentlich nicht immer.